Hallo und willkommen zurück zu Under the Waves. Wir müssen zurück. Allerdings habe ich jetzt irgendwie die Übersicht verloren. Wohin? Steigen wir noch mal ein bisschen weiter hoch. Was ist das denn? Eine Kassette oder was? Muschelebene? Wieder ins Blaue. Schauen wir mal. Pass auf damit. Ist da noch mehr? Na, jetzt glaube ich, jetzt weiß ich, was die blauen Punkte sind. Das sind Haie oder Tiere halt. Wo ist mein Missionsziel? Das ist so schrecklich. Eine Weltkarte gibt's da? Oh, tatsächlich. Ist das hier? Andockstation? Okay. Da ist unser Lebensmodul und da war ja auch das Teil, ne? Ich würde mal sagen, kann man das da tracken? Eigene Markierung? Ja, ja. Es funktioniert sogar. Uni-Trench-Installationen. Was? Ne, das habe ich schon mal blendet, oder? Jetzt kann es natürlich sein, dass es irgendwo unten noch ist, ne? Ich glaube, hier haben wir was. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Kein Wort verstanden, weil es hier so laut ist. Leicht übertriebene Verpackung daraus kann ich was bauen. Erfolgreich geplündert, möchte ich mal sagen.
Okay. Wir müssen. Das sind auch noch jede Menge Bauanleitungen. Auf jeden Fall war das. Das war doch hier, ne? Genau. Kann ich das nicht wählen? Doch. Dann weiß ich zumindest die Richtung. Ah, das ist schon viel angenehmer. Das Ding macht einen Lärm. Ist da unten was? Das leuchtet auch so rot. Das habe ich schon geplündert, so wie es ausschaut. So, dann müssen wir das mal den Sauerstoff da noch irgendwie lösen. Das war hier das Modul. Und irgendwie müsste es da noch Baupläne geben. Die sind da unten irgendwie, glaube ich. Oder auch nicht. Oh, Orgas brauche ich doch. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So. Metall, Metall, Metall. Das ist auch... Wo geht's da rein? Ich steige mal das Mädchen. Kotze mal hier aus. Das dann nehmen wir mit. So viel Müll. Ich sehe den Eingang nicht. Könnte natürlich auf der anderen Seite sein. Okay. Müssen wir was Vernünftiges finden. Nehmen wir es mal mit. Vielleicht durch den Graben? Ja, dass es in der Station ist. Also ich sehe hier keine Container. Es könnte aber auch in der Station sein. Bin mir nicht so ganz sicher. Die Kisten, die wo da drin sind, dass das vielleicht auch Blaupausen sind. So, wir haben hier noch irgendwie ein Problem gehabt. Das schauen wir uns mal an. Ah ja, da blinkt, jetzt sehe ich es gerade, da blinkt was rot. Das ist hier das Teil. Thank you.
Dankeschön. Mal gucken, ob auf der anderen Seite auch noch ein Licht ist. Sieht immer so aus, als wenn man was sammeln könnte. Aber da hinten blinkt es auch noch rot. Einer ist noch. Er geht aber auf die andere Seite. Das ist der Schlauch. Den haben wir auch gemacht, oder? Also ich bin mir schon ein. Ah, nee, da hinten ist noch einer versteckt. Okay. Hoffentlich war's das. Ja, das hoffe ich auch mal. So, jetzt müssen wir bloß die Mischung kalibrieren. Meine Fresse, da muss der Techniker sein, ey. Die letzten sind alle erstickt, weil sie da nicht klarkommen sind. Grünen Bereich, ne? Der Druck ist wieder im grünen Bereich, Tim. Sauerstoff funktioniert wohl wieder. Gut. Schön, dass wir es diesmal behoben haben. Diesmal? Ein anderer war wochenlang und bevor er was sagte. Verrückter. Als wir ihn hochholten, war er irre. Voll neben sich. Meinte, er hätte im Dunkeln Dinge gesehen. Dinge aus einer anderen Zeit. Was war das? Nichts. Zurück zur Arbeit. Danke, Tim. Okay, wir haben noch ein paar Missionen. Unerledigte. Hauptmissionen haben wir keine mehr. Ja, die Fotomissionen haben wir noch. Vogelwahl und so weiter. Ist klar. Das haben wir ja alles abgeschlossen hier. Was haben wir hier noch? Kaputte Drohnen. Diese Drohnen machen mehr Ärger, als sie wert sind. Sie machen hier alles schrecklich dreckig. Sie beenden selten eine Aufgabe, bevor sie wieder aufgeladen werden müssen. Und sie gehen ständig kaputt. Vielleicht sollten Sie eine Drohne bauen, die Drohne reparieren. Genau. Dann haben wir noch einen täglichen Log-Eintrag. Tag 2, Logbucheintrag Nummer 2, Stan Monray. Erster Tag mit echten Aufgaben, Grundwartung, Legagen, Reparaturen. Alles im Rahmen der Ausbildung. Persönliche Gedanken ziemlich ruhig hier unten. Wenn der Fernseher abgeschaltet ist, hört man nur den Strom und das Surren der Festplatten von Mercury oder was auch immer das Ding da hat. Ziemlich hübsch. Es war eine gute Entscheidung, hierher zurückzukommen. Ende des Eintrags. Persönliche Notiz. Emma Sorcha.
Wo soll man bei Emma nur anfangen? Sie ist in eine Weise stark, die ich mir nicht erklären kann. Zielstrebig, entschlossen und unheimlich intelligent. Das stellt mich in einer vielerlei Hinsicht in den Schatten. Und ich habe keine Ahnung, womit ich sie verdient habe. In letzter Zeit gab es schwierige Zeiten aufgrund von Umständen, auf die wir keinen Einfluss hatten. Aber wir werden das schon schaffen. Wir schaffen es immer. Fauna haben wir noch was, eine Lederschildkröte. Ich liebe diese Kerlchen. Mein Zimmer war voll mit Schildkröten-Teddys und Postern, als ich ein Kleinkind war. Jeder kann 10.000 Meilen im Jahr schwimmen. Erstaunlich, es gibt viel weniger davon als früher. Die industrielle Fischerei und verschlucktes Plastiktöten, immer mehr von ihnen. Der Gedanke daran tut weh. Sunny. Laut der Scanmarkierung ist das PM6 Sunny und sie ist in einer erstaunlichsten Tiere, die ich je gesehen habe. Alles an ihnen ist einfach absurd. Ein Herz so groß wie ein Auto, Adern, durch die man schwimmen könnte, das größte Tier, das jemals auf der Oberfläche unseres Planeten lebte. Und dank Sunny darf ich mit einem davon schwimmen. Unglaublich. In den 20er Jahren wurde sie unerbittlich gejagt. All das ist jetzt verboten. Aber sie werden immer noch durch Schiffskollision getötet und durch Lärmbelästigung gestört. Es gibt viel weniger von ihnen, als es eigentlich sein müsste. Tintenfisch. 8 Beine, 3 Herzen, 0 Knochen. Nichts mit den zu vielen Gliedmaßen sollte so viel Intelligenz haben. Emma meinte, dass die Umweltverschmutzung so groß geworden ist, dass viele von ihnen erblinden. Ich vermute sogar, Seeungeheuer ihre Feinde haben. Orca. Vor allen Lebewesen im Meer sind die sogenannten Killerwale wohl mit am beeindruckendsten. Ich meine, sieh dir nur an. Sie sind riesige, zahnbewegte Delfine und genauso schlau wie ihre kleinen Verwandten. Unbarmherzige Rudeljäger. Ich habe Mitleid mit den Robben in der Gegend, die ständig auf der Hut von der Schule dieser prächtigen Tiere sind. Aber genau das ist das Problem. Ein großer Teil ihrer Nahrung ist ausgestorben und abgewandert. Ohne Nahrung können sie nicht überleben. Und wenn man dann noch die ganze Plastikverschmutzung hinzurechnet, der sie ausgesetzt sind, dann ist die Zukunft für diese Spitzenprädatoren ziemlich ungewiss. Was haben wir hier noch? Simones Abstieg. Untersuchungsbericht Simones Abstieg beginnt mit dem Bericht, die Sonden haben hier unten nicht viel gefunden, ein Haufen leere Höhlen, leichte Rohstoffvorkommen aber nichts, wofür es sich lohnen würde, einen Bohrer einzusetzen. Das verdammte Ding ging wohl kaputt, bevor die Scans abgeschlossen waren. Aber ich denke, wir können diesen Standort abschreiben. Weiter zum nächsten. Persönliche Notiz, die ganzen Regionen ist durchsogen mit Höhlen, wie ein Schweizer Käse. Es gibt nichts Gefährlicheres für einen Taucher, aber auch aus irgendeinem Grund fühle ich mich von ihnen angezogen. Sie fühlen sich sicher an. Auf jeden Fall sind sie faszinierend und voller Geoden, die anscheinend sehr nützlich für die Herstellung der Vorräte sind, die ich eigentlich von Unitrench bekommen sollte, die ich aber selbst herstellen muss. Geizhälse. Ja, das stimmt wohl. Und damit haben wir ja noch... Da kommt ein wichtiger Auftrag herein. Was hören? Der Sturm hat die Richtung geändert und ein Containerschiff schwer gebeutelt. Was brauchst du? Es hat Container verloren. Wir müssen herausfinden, wo und sicherstellen, dass sie unsere Infrastruktur nicht beschädigt haben. Hoffentlich haben sie keine Hauptleitung beschädigt. Schon dabei. Das ist jetzt keine Übung, Stan. Das ist ein echtes Problem. Verstanden. Okay. Ich finde sie. Okay. Sieht man das irgendwo? 526 Meter. Geht es da drüber hinaus, ne? 526 Meter. Ach hier. So ein Quatsch. Das markieren wir mal zusätzlich. Was ist denn das da eigentlich? Ölspur. Damit wissen wir ja schon mal die Richtung. Und was ist das da unten? Leuchtsignal. Geh nicht weg. Da
Wo soll's denn hin? Ich will aber das Zeug da sammeln. Ich habe keine Ahnung, für was das uns braucht. Aber nimm es mal mit. Ah, vielleicht für dunkle Ecken oder sowas. Das kann natürlich sein. So. Auf zum Container. Ich dachte eigentlich, der Tag hier wäre schon abgeschlossen. Ich hätte hier von Anfang an das Teil hier mitnehmen sollen. Den haben wir doch schon, den Kollegen, oder? Können wir nochmal probieren? Bin, glaube ich, zu weit weg, oder? Ich glaube schon, entweder bin ich zu weit weg, oder... Ich glaube wirklich, dass ich den Kollegen hier schon habe. Matt? Nee, ich war zu weit weg. Aber den habe ich trotzdem schon. Orca Hammer? Da sind die Container. Scheiße. Ja, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Einmal in der Norma beim Einkaufen, dann fährt man so einen Scheiß zusammen. Gut. Mit dem Sonar kannst du die Container finden. Ich hab sie gefunden. Checken, dann kann ich die Ladeliste abgleichen. Was? Und vergiss nicht, mir irgendwelche Schäden zu melden, die uns betreffen. Geht klar. Okay, ich gehe wegen da in die Mitte rein, habe ich mehr... Nicht weglaufen. Wenn die sinken alle doch, glaube ich, noch, oder? Ich hätte mal eine blöde Frage. Ich kann die doch nicht einfach aufmachen, oder? Und ich glaube, die müssen erst sinken, oder? Gleich kommt der erste Container. Metallschrott. Okay, den muss ich scannen. Der nächste. Zurückgelassen? Das Spielzeug, okay. Alles klar, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Das haben wir schon. Wo ist mal... Da. Kann ich das eigentlich vom meinen kleinen U-Boot da machen? Legen wir los. Robby und der Orga in der Nähe. Das ist aber nicht gut. Ne? Alle guten Dinge sind drei. 0384. Roger, eine Lieferung von Princess Griffin Puppen. Ein Geburtstagsgeschenk, das nun keiner bekommt. Puppen? Aber dieses Ding ist riesig. Willkommen bei den Wundern des internationalen Versands. Autoteile? Und da ist auch noch, ne? Weiter zum nächsten. Sieht so aus, als hätte es eine Art Rohr durchgeschnitten. Du bist im Sektor... Okay. Okay, das ist eine der Hauptlinien. Vergiss es. Toilette. Weiter geht's. 0809. Toilettenpapier. Toilettenpapier? Toilettenpapier.
1106. Ah, nicht auf meiner Liste. Oder besser gesagt, ist da, aber der Inhalt ist nicht aufgeführt. Etwas über Tiefseeforschung. Ominös. Könnten wir brauchen, oder? Hake es ab. Autoteile? Okay. 31 05. Moment, ich schaue. Das ist ein Container mit Materialien für weitere Container. Oh. Na gut. Tim, ich kann die Nummer auf diesem hier nicht lesen. Nein, die ist zu stark beschädigt. Weil die Dinge so gut gelaufen sind. Du musst deinen Weg da reinfinden. Die Nummer wird auch da drin sein. Drinnen? Sieht ziemlich... Schau, mach. Ich bin mir sicher, dass du da reinkommst. Macht nichts, wenn du ihn kaputt machst. Probier es einfach aus. Da ist doch wieder irgendwie... eine Truhe oder sowas und... Die sind ziemlich gut versteckt, die Dinger. Okay. Ich komme wieder. Jetzt schauen wir noch mal. Ich glaube, da gibt es auch ein bisschen was zum Sammeln. Was für den einen Müll ist, ist für den anderen ein Schatz. Das klappt, vor allem wenn man es fürs Craften braucht. Dann machen wir auf das Ding. Okay. Oh, hey. Ups. Oh, Scheiße. Da haut ein Container ab. Ich folge ihm in die Spalte. Vorsicht, gerate nicht unter ihn. Ach. Okay. Aufprall. Er ist in eine Höhle darunter durchgebrochen. Ja, wie war der noch? Der Inhalt kommt raus. Der Sturz hat ihn geknackt. So, dann hast du das erledigt, oder? Spielzeug? Oh, warte mal, kann ich da vielleicht... Lastig? Lastig? Was ist... Tim, ich... Das... Oh, Mist! Mist! Wie kam das hierher? Also, diese Höhle ist doch viel zu... Das konnte hier nicht... Tim, wenn du mich hören kannst, hier unten ist ein Wrack. Ein U-Boot. Alt. Ich werf mal einen Blick drauf. Auf jeden Fall. So, war da nicht noch was? Ja, doch, da. Wir haben ja auf jeden Fall noch genug Sauerstoff, ne? Und da unten ist noch jede Menge Plastik. Ich möchte bloß wissen, wo das ganze Zeug alles hinstecken soll. Plastikflasche. Container, keine Aufzeichnung, okay. Metall? Was ist da Sperren? Ah, Metall. Okay, nehmen wir mal mit. Betreten steht da und ich kann da nichts machen. Thank you.
Ich würde mal ganz gern, wenn es irgendwie möglich wäre, mein kleines U-Boot hier runterholen. Müsste doch möglich sein. Sonst verbrauche ich da unten bloß zu viel Sauerstoff beim Rumsuchen. Vor allen Dingen spare ich mir den Sauerstoff dann. Schon groß genug sein, der Spalt hier, oder? Die Frage ist bloß, wie tauche ich da am geschicktesten? Uppala. Mein Fehler. Ja, ja, das ist gar nicht so einfach. So, jetzt habe ich noch einmal Bötchen hier. Und wenn ich Sauerstoff brauche, kann ich einfach mal schnell reinflutzen. Die Verdrängung hier. Das hat den Boden wohl mit Wucht getroffen. Aber von wo? Das macht keinen Sinn. Auf jeden Fall endete hier die Geschichte vieler Menschen. Oh, da geht's rein. Sieht wie Minen aus. Der Krieg ist 30 Jahre vorbei. Aber die Narben bleiben sichtbar. Der ganze Schrott verrottet. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Okay. Kein Reinkommen. Das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Ich schätze mal, lässt du jetzt los oder was machst du jetzt hier? Da ist doch auch noch mal Mine, oder? Mine. Das Zeichen da vorne war bestimmt für die Mine. Der Fisch greift mich an. Geh doch mal weg. Seit Jahrzehnten verschlossen. Okay. Ob ich nur mal Luft holen soll? Ganz ruhig. Und da hinter uns ist, glaube ich, nichts. Was ist hier passiert? Du fragst mich da Sachen. In den Schuh. Ich glaube das. Oh,
geh weg hier. Jetzt ist von der Mine zerfetzt man, oder? Was ist das? Metall? Keine Spur von der Crew. Nichts. Mir schwand nichts Gutes. Das ist bloß die Frage, wie viele Minen ich da noch brauche, aber ne? Gott, mein Kopf. Was haben wir hier? Was ist das? Ein grüner Bereichbringer, oder? Oh, die hier Sauerstoff. Was ist hier passiert? Irre, dass dieses Zeug nach 30 Jahren hier unten noch funktioniert. Tim meinte, die sind neu. Wie von meiner Ausrüstung. Aber die Hülle war zu. Das Wrack war zu. Was ist denn das? Was ist das? Ja, das habe ich schon gefragt. Was? Hey! Walle? Ist das echt? Krieg ich da noch eine Wasserkolle oder sowas? Ja? Bin ich nicht. Hey! Nein, komm zurück! Das ist eine Qualle oder sowas. Sauerstoffstab, den nehmen wir mit. Hallo du. Wo sind jetzt hin? Verflixt. Auf jeden Fall eine Qualle oder so. Hallo? Ich bin wieder draußen. Das war... Ich sah... Wohin ist es? Es ist... verschwunden. Weg. Hier ist nichts. Tim, ich muss mich melden. Hä? Da war... ganz ruhig. Mit Tim musst du ruhig reden. Also mein Plan ist mir nicht ganz aufgegangen. Ich kann Tim das nicht erzählen. Und das Boot ist wieder oben. Nimmt er mich raus. Ah, mein Kopf. Ach Gott. Du magst das Song in deinem Kopf? Schau dir lieber dein Gesicht an. Hoppala. Entschuldigung. Werden das U-Boot da rauffahren? So. Der Tintenfisch oder die Qualle oder was ist das? Ist das ein Hammer, ey? Ne, was hat denn der? Der hat auch irgendwas in der. Komm, gib mir das Plastik. Spiel. Mensch. Alle Lichter auf grün, bereit für die Abfahrt. Ben, bist du da? Wie man sollt. Ja, ich bin's. Was zum Teufel ist passiert? Hier ist ein U-Boot. Alt, Zweiter Weltkrieg wahrscheinlich. Ich war... da war noch etwas. Was?
Langsam. Du redest wirres Zeug. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Stan, bist du noch da? Ja, ich bin hier. Ich bin nur müde, glaube ich. Ja, ich bin nur... Hör zu, wir konnten alle verlorenen Container erfassen. Gute Arbeit und so weiter. Geh zurück zum Lebensmodul. Ich glaube, da kommt ein ganzer Haufen Mist auf dich zu. Oh, schon okay. Okay. Alles ist gut. Wenn du meinst, Junge, aber verschwinde nicht wieder einfach so. Ist nicht gut für meine Nerven. Ist das mitten in einer Schlacht gesunken? Oder ist es wie mit allem hier unten? Müll weggeworfen, um vergessen zu werden. Tim, ich... Was? Im Wrack, da waren... ich sah... ach, egal, ich muss nur dran denken. Alles in Ordnung, ich gehe nach Hause. Alles gut. Egal was. Es geht in Ordnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt geht das Spiel erst richtig los. Ja, genau, das war das Vorgeprängel. Emma hat versucht anzurufen. Was? Wann? Warte, wie hast du... Ich überwache deine Anrufe nicht. Merck aktiviert nur einen Ping, wenn eine externe Verbindung besteht. Klar, okay. Ich werde sie zurückrufen, bevor ich mich hinhaue. Okay, was haben wir hier? Anleitung. Praktisch. Aha, kann man mitnehmen. Das kann man, das nehmen wir mal mit. Das wird funktionieren. Sehr schön. Ich hätte doch von Anfang an gleich das U-Boot nehmen sollen. Okay, wir müssen... Da ist mal Markierung. Zentrale Drohnensteuerung. Raffinerie gibt es da noch. Okay, wir machen aber jetzt mal, dass wir da zurückgehen. Gehen wir mal mit Gas. Bin ich fast einen Kilometer entfernt. Muss ich mal sagen, es macht schon ziemlich viel Spaß, da irgendwie im Moment hier alles zu erforschen und zu entdecken. Da klebt so ein Standchen dran. An den einen Container. Was ist der da? Kann ich mir nie verzeihen, da einfach wegzuschwimmen und dann gucken, was das Sternchen da ist. Woher kommt das alles? Du fragst Sachen. Aufkleber? Nehmen wir mit. Genauso wie das ganze Metall. Hallo, U-Boot. Wo ist meine Moon? Da.
So, jetzt aber wirklich. Vielleicht schaffe ich es auch endlich mal mit dem ganzen Zeug, was ich gesammelt habe, hier mal Upgrades oder sowas zu bauen. Jetzt habe ich gerade überlegt, wo die Docking Station ist. Hier. Zeit für Handbedienung. So, dann schauen wir noch mal. Wieder da, Schatz. Das war ein Fund, auf jeden Fall. Dadurch fühlt sich das alles noch vertrauter an. So, sagst du es so wieder, musst du das auspacken oder sowas? Und hier jetzt? Aufkleber ist ab. Könnte alles drauf sein. Ha! Schau einer an, eine Kassette. Ziemlich neu. Ja, die haben wir gesammelt. Ich mal weiß. Mal sehen, was wir sehen. Fackel? Mine? Na, schau an. So, Upgrades. Kraftstoff-Update. Machen wir mal ein Sauerstoff-Update. Und das da bringen wir auch noch hin. Dekoration, da brauchen wir aber. Habe ich jetzt so viel Plastik verbraucht? Okay. Sauerstoffstab. Könnte ich noch basteln? Gegenstand anfertigen, das geht. Verstehe ich nicht ganz. Will er auch nicht? Okay, sieht gut aus. Zwei Upgrades. Hast du noch was zu husten? Denken Sie daran, Unitrench HR ist für Sie da. Naja. Siehst du meinen Mittelfinger? Ach, kann ich jetzt endlich pingeln? Auch wenn es nicht so aussieht, als würde ich Gäste haben. Was? Hallo? 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 Hi, ich kann dich hören. Ich auch. Verrückt, dass das... Emma? Okay. Okay. Hi. Hi. Hallo, wie geht's dir? Ja, ist alles... Wie bitte? Nein, sprich weiter. Sprich weiter. Ich hab's verpasst, Ich war im Einsatz, als du angerufen hast und... Aha, macht nichts. Ich war nicht... Nein, wirklich, ist in Ordnung. Alles gut. Ja, also, wie ist es dir ergangen? Wie läuft's an der Oberfläche? Ja gut, die Arbeit ist hektisch. Sie haben eine neue Unterart von Zosteraceae gefunden.
versuche ich in letzter Minute in den Lehrstoff zu integrieren und die Dissertationen über Vibrio parahemolyticus sind. Naja, du weißt schon. Alles in Ordnung. Super. Super, super. Und du? Wie geht's dir? Oh, ich bin müde, aber im positiven Sinn, denke ich. Müde vor Arbeit. Unitrench ist immer noch Unitrench, wenn es um die Qualitätskontrolle geht, weißt du? Schön, dass du dich darüber immer noch aufregen darfst. Oh, ja. 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 Also, hast du meine Nachricht erhalten? Ja. Ja, habe ich. Ich, weißt du, ich mache mir Sorgen, Stan. Um dich. Nein, ich will nicht, dass du... Das ist nicht gesund. Es ist 3 Jahre her. Nicht. Ich liebe dich. Und du fehlst mir. Aber du kannst dich nicht verstecken. Nein, bitte, lass. Und du bist nicht der Einzige, der leidet. Aber wir können da nicht mehr leben. Dort. Ich brauche dich hier, bei mir. Jetzt. Das bin ich. Ich bin bei dir. Ich meine, ich möchte es sein, aber ich habe dir gesagt, ich brauche noch Zeit. Zeit wofür, Stan? Denn soweit ich sehen kann, trittst du nur auf der Stelle. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht verärgern. Mein Gott, ich wollte nur... Pass auf, ich hörte, dass ein Sturm aufzieht und ich wollte... Was? Ich kann nicht. Emma, die Leitung ist... Ich kann nicht. Ich will nicht noch einen Teil meiner Familie in der Firma. Oh, verdammt! Oh, die kann so... Oh. Warum kann sie mir nicht einfach vertrauen? Verdammt nochmal! Freie Zeit. Okay. Ach, der Alarm ist blockiert. Firmenpolitik, offensichtlich. Habe ich euch gestern gegossen? Sagen wir ja. Wie kannst du eine Pflanze, die wo unter Wasser ist, noch gießen? Ich will jetzt gar nicht drüber nachdenken. Okay, wir können das ja ins Bett knallen. Kaltes Bett. Und ich vermisse. Okay, schlafen. Gibt bestimmt wieder einen Albtraum. Machst du da? Ich... Pearl? Meine Pearl? Was machst du denn hier unten? Oh, meine süße Pearl. Papa liebt dich. So sehr.
Ja, was? Wir sind jetzt bei Tag 14. Da war jetzt lang pinkt. Okay, okay. Heute ist der große Tag. Ja. Kaffee. Ja. Das machen wir auch. Muss sein. Aber natürlich alles dann in der nächsten Folge. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. We leave so many things behind us. Objects. Memories. Mistakes. They sink in time. Touch the bottom and go to sleep. Silence is full of ghosts. And here, voices can only come from the deep, deep under the waves.